Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Jo Halbig. Ich bin seit 17 Jahren erfolgreicher Rockmusiker. Ich habe mit meiner Band Killerpilze über 200.000 Alben verkauft, nahezu 1.000 Konzerte gespielt. Seit 10 Jahren betreiben wir auch unser eigenes Label und seit 8 Jahren leite ich eine Marketingagentur in München. Und was Unternehmer von Musikern lernen dürfen und können und warum sich Musik, Unternehmertum in vielem ähneln, das behandle ich in meinen Vorträgen. Ich habe 6 M's definiert, die in den nächsten 1,5 Minuten einen kurzen Abriss geben, warum wir uns Unternehmer und wir Musiker uns ähnlich sind. Das eine ist der Mindset-Mutausbruch. Diesen Mindset-Mutausbruch braucht jeder Unternehmer, braucht jeder Musiker. Denn wer groß denkt, der erreicht auch große Ziele. Wer sich nur mittelmäßige Ziele steckt, der wird auch nur mittelmäßige Ergebnisse erreichen. Das ist genauso, wie ich es mit meiner Band vor 17 Jahren begonnen habe. Wir wollten eine große, erfolgreiche Rockband werden. Und wenn man sich gedanklich auf solche Ziele, auf solche Visionen einschwört, dann wird man diesen Weg auch gehen. Eine große Vision ist etwas, was sich auch auf Mitarbeiter überträgt, was sich nach außen auf die Kunden, auf die Fans überträgt. Und wenn man es schafft, als Unternehmer, als Chef, diese Vision nach außen zu tragen und diesen Mut hat, das auch zu kommunizieren, dann wird man es schaffen, andere Leute zu begeistern. Begeistern leitet mich auch zum nächsten M, dem dritten, dem Marketing. Marketing ist für Musiker unerlässlich, ist es aber auch für Firmen und Unternehmen. Denn nur wer es schafft, sich im Markt zu positionieren und auch ganz klar nach außen zu kommunizieren, wird langfristig oben bleiben und wird es schaffen, über seine hohe Qualität des Produkts hinaus auch im Markt erfolgreich zu bleiben. Deswegen ist gelungenes Storytelling und gutes Marketing ein ganz wichtiges Tool, das viele Unternehmer und tatsächlich auch viele Musiker oft noch nicht so durchschaut haben, wie sie es eigentlich durchschauen sollten. Das vierte M ist das Miteinander. Miteinander und Mitarbeiter sind für mich ganz entscheidende M's, denn gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, wo man sich als Unternehmer schwer tut, neue, junge, attraktive Fachkräfte zu gewinnen, ist es ganz entscheidend, dass ein Unternehmer, ein Chef es auch schafft, diese Exzellenz nach außen zu haben, für seine Mitarbeiter und für neue Mitarbeiter interessant zu sein, um dann auch Exzellenz nach innen in das Unternehmen zu bekommen. Auch hier sind wir uns Musiker ganz ähnlich, denn Musiker und Unternehmer sollten es schaffen, ihr Team zusammenspielen zu lassen. Da sind sich Chefs und Orchester, Bandleader ganz, ganz ähnlich. Denn nur wer es schafft, sein Team zusammenspielen zu lassen, wird auch diese große Vision und ein gelungenes Miteinander in seiner Firma etablieren können. Wenn jeder etwas anderes spielt, ähnlich wie in einer Band, ohne eine klare Vorgabe, dann läuft das Unternehmen Gefahr, irgendwie in den Abgrund zu laufen. Das letzte M, das sechste, ist das Machen. Machen in Zeiten von Veränderungen, wo sich das Rad immer schneller dreht, ist sehr, sehr wichtig, denn es geht einfach darum, auf Veränderungen vorbereitet zu sein, beziehungsweise sie mitzutragen und zu reagieren. Das ist in der Musik ganz ähnlich wie bei Unternehmen. Es kommen immer neue Player in den Markt, es gibt immer neue Trends. Und ein guter Unternehmer, sowohl als auch ein guter Musiker, schaffen es, auf diese Veränderungen zu reagieren und dieses Machen, diese Mentalität umzusetzen, in sein Unternehmen zu bringen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf einem oder vielen Vorträgen hören, wo ich aus der Musikkarriere berichten darf und warum es für Unternehmen so interessant ist. Ich freue mich, mein Name war Jo Halbig. Bis ganz bald. Ciao.